Und jetzt gleich wieder Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle in Wiesbaden. Alter! Da ist man einmal zu spät und schon reißt er sich alles unter den Nagel. Licht aus! Wow! Spot an! Schoki, Schoki Banoki. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle. Am Christian ist das Mikrofon, ne? Ist ja klar, ist ja logisch. Am Mikrofon ist der Christian und der Sagi. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ja, hallo José, du bist ja auch wieder mal da. Ja, guten Abend. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Super. Ich sehe jetzt nur eigentlich, ich sehe jetzt nur so einen schwarzen Balken vor den Augen. Siehst du aus wie der, wie ist der Bach oder so? Was heißt der von Pegida, ne? Mach ich schön mit der Brille, ne? Ja, super. Das ist geil. Du hast ein tolles Thema mitgebracht. Ich habe ein tolles Thema dabei. Und zwar das aus wäre der Kategorie Unnützes Wissen. Unnützes Wissen. Geil. Unnützes Wissen. Ja. Ich habe damit irgendwann mal angefangen vor einiger Zeit. Und mit unnützem Wissen, das ist ja mit klar. Unnützem Wissen, ja. Logisch. Mein Einstieg war damals, Kermit der Frosch ist Linkshänder. Kommt das? Ja, frage ich dich. Wieso könnte man darauf kommen, dass Kermit der Frosch Linkshänder ist? Sascha, das weißt du. I know it! Yes, tell me. Ja, weil der Kermit, der wird ja von einem Puppenspieler gelenkt, der dann so einen Stab irgendwie da an dem Arm da hat. Und über Kreuz. Nee, über Kreuz. Der sitzt ja spiegelverkehrt unten und spielt den Kermit. Und deswegen sieht es aus, als ob der Kermit Linkshänder. Ach so, und der Typ ist Rechtshänder. Genau. Ah, okay. Und dann über diesen Stab lenken die halt diese... Dann sieht das aus, als ob Kermit der Frosch Linkshänder wäre. Daraufhin... Sascha, was hatten wir heute an Themen? Es war eine reichhaltige Sendung mit Themen wie unnützen Wissen, Kermit der Frosch ist Linkshänder. Und jeder, der die Muppet-Shows nächstes Mal sehen wird, wird dran denken, Kermit der Frosch ist Linkshänder. Und Rosé sieht auch wieder Bach. Alter, war das schon wieder? Ja, das war's schon wieder. Das war schon wieder. Aber klasse, dass du da warst. Ich hab doch gar nichts gesagt. Okay. Ist ja vielleicht eine bessere Sendung. Ja, deswegen war die Sendung ja also gut, Rosé. Cheerio, Mr. Du darfst noch Tschüss sagen, Rosé. Okay, tschüss. Tschüss.